So, das Meer da hinten ist das Meer direkt an Zypern. Wir stehen in den wunderschönen Aphrodite Hills. Und ich habe extrem viel Wind von vorne, 120 Meter. Und ich erkläre, wie man am einfachsten den Ball schön flach und in den Wind spielen kann. So, 120 sind es. Ich habe Eisen 5. Mit Eisen 5 schlage ich 180 Meter. So, das sind 60 Meter mehr. So, ich habe viel zu viele Schläge. Ich werde aber super langsam schwingen, den Ball ein bisschen hinten im Stand spielen und den Schwung ein bisschen kleiner machen. So, immer daran denken, das sind ein paar drei, deswegen tee ich auf. Schön viel Schläge zu haben und langsamer zu schwingen. Und so fliegt der Ball nicht nach oben oder nach rechts. So, ich werde gefühlt hier fast einen langen Chip machen. Und er fliegt flach durch den Wind. Ich kann nicht sehen, ist er gut? Er ist auf dem Grün. Sagen meine Flightpartner, ich bin etwas blind. So spielt man, wenn man starke Gegenwind hat. Vielen Dank.